Knoblauchzehe 250 Gramm braune Champignons 80 Gramm Ziegenpecorino 6 Stiele Zitronen Thymian, Klammer auf ersatzweise, italienischer 1 Bio-Zitrone Hartkäse, zum Beispiel Pecorino 3 Hexaliter Olivenöl oder Parmesan, Klammer zu, Salz 500 ml Milch, Pfeffer 200 Gramm Hirse. Erstens Wirsing putzen, vierteln, den harten Strunk entfernen. Wirsing waschen, im Sieb abtropfen lassen und quer in 3 cm breite Stücke schneiden. Champignons putzen und den Stiel ca. 5 mm breit abschneiden. Größere Champignons halbieren. Zweitens Zitronen-Thymianblätter von 4 Stielen abzupfen fein hacken. Von der Zitrone 1 Teeschale fein abreiben, den Saft auspressen. Wirsing und Champignons in einer Schüssel mit Zitronen-Thymian. Zitronenschale, 1 bis 2 Hexaliter Saft, 2 Hexaliter 01, Salz und Pfeffer marinieren. Auf einem mit Backpapier belegten Backblech verteilen und im vorgeheizten Backofen, bei 180 Grad, Klammer auf, Gas 2 bis 3, Umluft 160 Grad, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 12 bis 15 Minuten garen. Drittens Knoblauch sehr fein würfeln. Käse fein reiben. Milch mit 300 ml Wasser, Hirse und Knoblauch aufkochen. Bei mittlerer Hitze unterrühren 8 bis 10 Minuten kochen lassen, bis die Hirse weich und die Flüssigkeit fast eingekocht ist. Geriebenen Käse unter die Hirse rühren, bis eine cremige, risotto-ähnliche Konsistenz erreicht ist. Viertens Hirse auf die Teller geben und Wirsing und Champignons darauf verteilen. Mit den restlichen abgezupften Zitronen-Thymianblättchen, Zitronenschale und Pfeffer bestreuen und mit restlichem Öl beträufelt servieren. Zubereitungszeit 35 Minuten, pro Portion 40 Gramm E, 41 Gramm F, 87 Gramm Ka gleich 912 Kilokalorien, Klammer auf 3818 Kilojoule, Klammer zu.